Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Wir waren ja jetzt hier lange nicht mehr da. Das ist schon ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Und ihr seht hier schon so einige Sachen. Und ja, ich würde mal sagen, tun wir hier die Items weg. Und ja, ihr seht hier schon too many Items. Mache ich gleich mal aus. So. Und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, hier schöne Shader, jawohl. Und ich muss euch da gleich mal was Kleines fragen, aber vorher muss ich erst mal gucken, was wir jetzt hier so mitnehmen, was wir machen wollten, weil das weiß ich gerade gar nicht so richtig. Ah, hier Redstone, das brauche ich auf jeden Fall erstmal. Ein bisschen Holz vielleicht, das wäre ganz gut. So. Denk mal, jetzt kann ich einfach mal losgehen und hier losbauen. Und hier sieht man schon richtig schön die Shader, die Sonnenstrahlen. Hier alles schön. Die Blätter sieht man auch bewegen. Man sieht auch gleich, die Blätter sehen ein bisschen anders aus. Ich habe die Texturen mal geupdatet. Hier auch schön der Weizen. Und dann können wir vielleicht nochmal zum Wasser gehen. Ich schalte auch gleich mal die Monster an. So. Wir wollen ja nicht auf Pussy-Modus hier spielen, sondern mehr so Hardcore. Also vielleicht auch nicht, aber zum Wasser will ich einfach mal gucken. Hm. Doch, das sieht man schon. Und ja, das ist hier dieser hier ist der Shader, der Internal Shader ist das. Und ich gehe jetzt erstmal pennen und am nächsten Tag gucken wir dann nochmal, welcher Shader vielleicht am besten aussieht. Das dürft ihr nämlich entscheiden. Welcher Shader ist der beste? Welcher sieht am schönsten aus? Und das machen wir gleich, wenn wir gepennt haben. Gepennt. Natürlich, nein, wir pennen. Und ich nehme jetzt auch Ton, Bild, alles mit Fraps auf. Ganz einfach aus dem Grund, dass das jetzt ein bisschen synchroner wird. Vielleicht. Hoffe ich einfach mal. Das wurde mir geraten und wenn ihr jetzt keine Audio-Veränderung merkt, dann werde ich das auch so machen, weil das ist eigentlich hier einfach. So, hier sehen wir jetzt schön, ja, das Wasser. Dann gucken wir mal, was haben wir noch für Shader. Also hier, ich habe oftmals dieselben. Das hier sind zum Beispiel die Standard-Shader. Die sehen dann so aus, die haben keine Wasserbewegung, keine Blätterbewegung, nicht diese schönen Sonnenstrahlen, laufen aber stabiler. Dann hätten wir noch die Ultra Shader. Die haben besonders schönes Wasser, finde ich. Hier bewegen sich auch die Blätter und ja, was mir an den Texturen aber nicht so gefällt, ist das hier. Also an den Shadern, dass das hier so total schwarz ist. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich finde das nicht so geil. Und naja, Ultra finde ich jetzt nicht so ultra. Und hier haben wir noch ein paar normale Shader, so ganz normale. Da kriege ich sogar gleich 60 FPS, obwohl ich nur auf 30 gestellt habe. Ja, das ist komisch. Ich denke mal, ich nehme erstmal die und ihr entscheidet dann, welche Shader ich nehmen soll. Also schreibt in die Kommentare, welche Shader ihr am schönsten findet. Und die werde ich dann auch benutzen. Ja. Und wie gesagt, mit Fraps habe ich schon gesagt, okay. Und ich habe ja, denke ich mal, jetzt auch wieder ein paar neue Zuschauer. Dank, wer war das? Lasst mich kurz überlegen. Also auf jeden Fall Dena und Zeronic, also hauptsächlich Dena durch das StripMine-Programm. Das habe ich für die Abonnenten, die es jetzt noch nicht wissen. Das Programm habe ich eigentlich schon vorher geschrieben gehabt. Da hat es 80 Zeilen. Und dann habe ich halt zu Dena geschrieben, ja, du kannst mein Programm benutzen und so, wie ist das. Und dabei ist rausgekommen, dass er einige Verbesserungsvorschläge hatte. Die habe ich dann auch alle gemacht. Und, oh, es geht nicht gut. Und diese Verbesserungsvorschläge habe ich dann auch alle befolgt. Redstone. So. Und deswegen sind aus diesen 80 Zeilen dann 320 oder so geworden, in etwa. Und ja,
Das war schon ganz schön heftig, aber hat Spaß gemacht. Und ja, deswegen sind wahrscheinlich jetzt die meisten hier. Und das freut mich auch. Also willkommen auf diesem tollen Kanal hier. Ja, schreibt, also ich freue mich immer sehr über Kommentare. Und ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ihr wissen solltet, müsstet, könntet. So, und hier waren hier, wie man vielleicht in Folge 200 auch gesehen hat, hier dabei, das hier alles so zu verkabeln. Das hatte ich hier unten schon, ah, hier hat noch ein Kabel gefehlt, okay. Also in dem Fall ist es Redstone, das ist mir schon klar. Ist das Glück? Das Glück, dann nehme ich mal lieber die hier. Das nehme ich ein bisschen günstiger. So. Und das Wichtigste habe ich gerade vergessen, fällt mir auf. Und zwar, ja, ich weiß, ich habe gerade was abgebaut. Und zwar ist es so, dass ich ja einen neuen PC habe. Und dieser neue PC, den habe ich jetzt schon einen halben Monat oder so. Die PC-Daten stehen auf meinem Kanal irgendwo. Glaube ich, ja, da müssen die irgendwo stehen, und zwar in der Kategorie über uns, heißt das, glaube ich, ja, müsste das sein. Und zwar dort könnt ihr genau nachlesen, welche PC-Daten ich habe, falls ihr einen guten PC wollt. Denn der ist, ich will jetzt nicht angeben oder so, aber der ist schon ziemlich gut. Und zwar hat er halt Intel-Prozessor und so, wie ist das? Ja, und das könnt ihr euch ja selbst angucken. Allerdings war der halt auch ziemlich teuer, und ihr denkt, ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich hier YouTube-Money oder so verdiene. Nein, tue ich nicht. Das kommt von meiner Jugendweihe, da ich Jugendweihe hatte, und da bekommt man halt etwas Geld. Von der ganzen Familie natürlich. Aber das dürfte euch eigentlich auch relativ egal sein, schätze ich mal so. Und deswegen, naja, wird euch das jetzt auch nicht weiter interessieren. Aber neuer PC, bessere Auflösung. Ich könnte auch mit 60 FPS aufnehmen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr mir ja auch mal sagen. Obwohl mit den Shadern hier schaffe ich es vielleicht nicht ganz mit 60 FPS. Also mit den Shadern schaffe ich es nicht bei 60 FPS, weil die ziehen wirklich zu viel Leistung. Das kriege ich dann nicht hin. Also, aber hier diese Standard-Shader, so kann ich locker 60 aufnehmen. Das ist gar kein Problem. Ja, und ich wollte jetzt hier mal alle Hebel aktivieren und gucken, ob das Redstone-Signal reicht. So. Gucken wir hier mal. Oh, fehlt was. So. Reicht das überall bis zum Repeater? Ja, weil das reicht. Sehr schön. So, dann mache ich das alles mal wieder hoch. So, hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Also das hier wird ein automatisches Lagerungssystem für die, die das noch nicht wissen. Jetzt hatten wir auch gerade mal wieder einen kleinen Lag. Das weiß ich allerdings nicht, wie das zustande kommt. Da ich jetzt noch nichts gefunden. Ja. Ich höre die ganze Zeit so ein scheiß Zombie, aber ich weiß nicht, was. Ich würde den gern mal killen, aber ist nicht da. So. Und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Also, das Stripmine-Programm habe ich abgehakt. Was war es noch? Irgendwas war es noch. Also das Stripmine-Programm habe ich. Dann neuer PC. Achso, ja. Die Aufnahmetechnik mit Fraps. Normal habe ich ja mal mit Fraps Bild und mit Order City den Ton aufgenommen. Aber mir wurde geschrieben, dass das vielleicht gar nicht nötig ist, sondern dass ich einfach mit Fraps beides aufnehme. Und diesen Rat habe ich halt einfach mal befolgt. Und ich denke, ihr könnt das jetzt feststellen, ob das besser ist oder schlechter als vorher. Wenn es schlechter ist, mache ich es wieder so wie früher. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach so. Und ich habe, ich frage mich gerade, wie ich das machen wollte hier. Ein bisschen Holz fehlt hier, glaube ich, noch.
Da. Da fehlt sowieso noch eins, das halte ich aber mal offen. Wie wollte ich das jetzt eigentlich machen? Das ist hier die Frage. Hatte ich hier nicht irgend so einen Schacht freigelassen? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also wenn ich das jetzt hier so lang mache... Ich will das ja so ein bisschen unterirdisch halten eigentlich. Also müsste es schon hier... Sagen wir mal hier lang. Ja, das muss gehen. Und schon wieder ein Leck. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich habe hier, man kann es hier sehen, 30 FPS. Und ganz oben rechts sieht man da ja auch 4%. Ich habe Minecraft extra mal 7 GB Arbeitsspeicher zugewiesen. Was aber nichts bringt. Ja. Tut mir leid, aber das... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das leckt manchmal. Ist ja auch so, jetzt kann ich hier rumbackeln alles, aber... Keine Veränderung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mir da helfen könnt, gerne in die Kommentare. Oder genau dieser Rand hier. Man sieht so einen kleinen Rand. Den habe ich auch noch nicht verstanden, warum der da ist. Das wäre auch noch ganz interessant zu wissen. So. Und dieses Eis hier habe ich mir übrigens nicht gecheatet. Das habe ich mir mit meiner wie heißt die Spitzhacke gleich? Lasst mich kurz überlegen. Diese Spitzhacke ist die Behutsamkeit oder Simple Touch, genau sowas. Habe ich gerade vergessen. So. Und was passiert jetzt, wenn ich das hier abbaue? Okay, ist kaputt. Das war eine schlechte Idee. So, dann muss hier so eine kleine Hebetechnik. Technik. Na, muss ich mir mal noch sehen, wie ich die Items hier hochkomme. Weil das muss ja auch noch irgendwie die Items von dort unten hoch befördern mit Hilfe eines Pistons. Ich glaube, da braucht man nicht mal ein Sticky Piston. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mit Sticky Pistons ging es besser. Ich sicher bin ich mir gerade mal nicht. Egal, wir haben genug Slime. Oh, jetzt denke ich mal. Wenn ich gehe mal halt welche farmen, das ist ja auch nicht das Problem. So. Erst haben wir zu fressen. Und natürlich kommen jetzt hier mit der Redstone-Schaltung ein bisschen durcheinander. Das ist wiederum nicht so toll. Okay, leck. Das heißt hier ein drauf. Der befördert das dann hoch. Das heißt, ich muss jetzt hier so eine kleine Stufentechnik mal reinbauen. Ich hoffe dann auch, dass das funktioniert, weil damit habe ich doch keine Erfahrung gemacht. Ich glaube, ich habe mir das eigentlich auch immer anders gedacht, aber... keine Ahnung. So. Das. Das sollte dann eigentlich funktionieren, wenn man das so verzögert hochschaltet. Ja. Sollte theoretisch gehen. Praktisch ist das eine andere Sache, aber theoretisch, ja. So. Und ach so, jetzt ist mir eingefallen, das frage ich euch in der nächsten Folge. Die andere Frage. Scheiße. Jetzt habe ich mich hier falsch. So. Dann gehe ich mal noch zwei weiter rein. So. Dann sollte das funktionieren. Damit der Wasserablauf schön symmetrisch ist. Man sieht ja auch, dass die Shader das schön dunkel machen. Dafür kann ich aber leider nichts. Das tut mir leid. Ah, das kann ich nicht ändern. Das tut mir leid. Ich kann es aber nicht ändern. So. Dann hier wieder Eis rein. So. Wie mache ich das dann hier am besten? Das ist eigentlich noch ein zu hoch. Ja. Scheiße. Muss hier erstmal einen runter. Ich ziehe das einfach mal gleich mit dem Pisten ein bisschen runter. So, nein. Ja, komm schon. Ja, so. Redstone-Fackeln haben wir gerade mal nicht, aber ich würde mal sagen, ich gehe pennen. Und... okay. Ich gehe einfach mal pennen.
Habe ich noch Sticks im Inventar? Ja, ich habe Holz, also das sollte reichen. Jetzt hab ich hier mein schönes Haus mit unserem Tisch und der kleinen Küche und ins Bett. Ich weiß auch nicht, warum ich hier zwei Betten stehen habe. Wahrscheinlich einfach nur, damit es schöner aussieht. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich einfach nur der Ästhetik halber. So. Enchanting Table werden wir auch bald wieder benutzen. Für was weiß ich zwar noch nicht, aber irgendwas wird schon bringen. So. Dann werde ich mal hier runtergehen. Mir ein paar Redstone fucking. Oh. Leck. Okay. Dann bringen wir mal die Spinne hier um. Schießt du die an? Ja. Scheiße. Nicht diese Creeperse, ganz ehrlich. Greift euch doch mal gegenseitig an. Dann halt nicht, dann ist halt One-Hit. Und du bist wahrscheinlich auch gleich One-Hit. So. Und Level 30, yay! So. Jetzt wieder Creeper-Loch stopfen. Was gibt es Schöneres als Creeper? So. Aber wir wollen ja nicht auf den Pussy-Modus spielen, deswegen mache ich das hier mal wieder schön. So. Holz haben wir hier auch noch ein bisschen, da können wir den Baum wieder hinstellen. So, das passt jetzt auch wieder. Jetzt benötige ich etwas Redstone, nicht mal ein Stack. Crafting Table war da. Dann brauche ich ein paar davon. Und hatten wir noch Stone? 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 Ah, ja, hier ist Stone. Okay. Dann nehme ich noch ein bisschen mehr Redstone. Dann muss ich noch ein paar Fackeln machen. So. Fackeln. Und jetzt ein paar Repeater. Weil ich denke mal, die werden wir auch noch ein bisschen öfter brauchen. So. Nein, das war genau andersrum. Wie immer so. Und Copperator, weiß ich gar nicht, wie man den craftet. Müsste ich mich eigentlich mal erkundigen. Ah, das mache ich irgendwann mal. Später. Was macht das Wasser da? War hier irgendwo eine Fackel? Nein, eigentlich nicht, oder? Oder ist das so, wenn der Redstone gepowert ist, dass das Eis schmilzt? Das wäre nicht schön. Aber warum ist das jetzt hier geschmolzen? Hier war eigentlich keine Fackel. Oh, da habe ich da was verpasst. Ich weiß es nicht. Doch, da habe ich gerade eine Fackel in mein Inventar bekommen. Ah, Mist, das ist jetzt auch alles weggespielt. Schlecht, schlecht. Ganz schlecht ist das. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Redstone. Ich hoffe einfach, dass das verbunden. Ich gehe mal davon aus. So. Hochspringen und wieder schön zumachen. So. Komm, ich grab das hier nochmal auf, nur um zu gucken. Ja, da hat nicht noch was gefehlt. Komm ich da hin? Ah, da hat auch noch was gefehlt. Okay. Ist dann hier alles fertig? Komm, ich grab das einfach mal weg. Okay, das ist alles fertig. So. Ich hoffe einfach mal, dass der Redstone das hier nicht schmilzt. Das wäre nämlich sonst ein bisschen doof. Aber könnte man auch anders lösen, also. Das kriegt man dann schon noch hin. So, ich grab das jetzt erstmal nur weg. Damit ich, Dings, hier, dann nachher noch durchlaufen kann, weil es wäre sonst ein bisschen blöd, wenn ich das liegen. So, ein paar Fackeln. Hoch, runter. So. Das heißt, man... mach ich das am besten? Ach, scheiße. Komm, wir machen es einfach mal weg. Stone verschwendet. Ach. Stone-Verschwendung. So. Dann mache ich das hier mal hin. Dann passt das auch besser. Ich glaube, ich überziehe die Folge auch gerade schon. Aber das will ich jetzt gerade noch hinkriegen. So. Und jetzt hier ein bisschen Stone. Da Stone. Dann mache ich das hier erstmal so ein bisschen mit Erde.
Und zwar wäre das dann so, dass man hier seine Items reinwirft. Dann drückt man hier so einen Button, das wird hoch und ab transportiert. Das würde gehen, schätze ich mal. Ja, genau andersrum. Werde ich mir auch nie merken, dieses Rezept. Hier. Ja, jetzt. Da muss ich erst noch mal kurz was aufbuddeln. Und eine kleine Schaltung hier reinbauen. Sag mir einfach mal, wenn hier ein Block ist. So. Ja, jetzt muss ich bloß noch rauskommen. So, rauskommen. Ist weg. Eigentlich bräuchte auch gar kein Eis, aber egal. So, der Schalter noch weg. Dann den Schalter dahin. Ja, aber funktioniert. Yay. So, dann werde ich mal sagen, beende ich die Folge erstmal hier und in der nächsten Folge geht es dann mit einer Frage weiter und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.